Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erstelle ein Sim-Video mit... Mia. Richtig. Wer bist du? Stell dich mal vor. Ich bin der Herr Bruder von der Herr Schwester hier. Von der Herr Schwester von... Von der Herr Schwester. Nenn uns immer so. Und was hast du hier gemacht, Herr Bruder? Das ist sozusagen ein Halloween-Special. Ich hatte Bock, mal ein Sim zu erstellen, und weil mein Laptop kaputt ist und jetzt, wenn er funktionieren würde, mein Sims 3 nicht mehr funktioniert und ich kein Sims 4 habe, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich halt mal gefragt, ob ich da vielleicht mal Dracula und Nosferatu erstellen könnte. Hier, das hier ist Dracula. Ja. Ja, habe ich mal probiert. Ich habe ihn mal Vlad Dracula genannt, weil Graf Dracula geht halt nicht, denn Graf ist ja die Anrede und kein Vorname. Und Dracula, der Name, stammt ja von Vlad Dracula Tepes der Dritte. Hat Bram Stoker aus den Geschichtsbüchern als eine Inspiration für seine Vampirgeschichte gesucht hat, gefunden. Und kleiner Funfact am Rande, der Dracula heißt Sohn des Drachen von seinem Vater, der hieß mit zweiten Namen Drak, und das kommt daher, dass er zu einem Ritterorden war, der sich die Drachen genannt hat. Ja, wieder was dazu gelernt, wa? Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, der Test dazu folgt am Ende des Videos. Nein, Spaß. Ach so, ich habe extra einen ausgedruckt. Oh. Ja. Tja, jetzt wo du die schöne Gegenüberstellung von Sims 3 und Sims 4 kennengelernt hast, weil du hast die beiden ja schon mal in Sims 3 erstellt, ne? Ja. Was würdest du sagen, sind die Vorteile und Nachteile vom Erstelle ein Sim von den beiden Spielen? Oh, das ist momentan ziemlich schwierig zu sagen. Ich habe ja schon mal Sims in Sims 4 erstellt, das war jetzt allerdings schon eine ganze Zeit lang her. Ah ja, richtig. Und ich habe sehr viele Sims in Sims 3 erstellt, also ich glaube, da kann ich wenig zu sagen. Also insgesamt, ich finde, was Farben angeht, ist Sims 4 weniger detailliert. Und ich finde die Steuerung momentan etwas schwieriger, allerdings kann das auch sein, weil ich es einfach kaum gemacht habe. Ja. Aber ich finde, vom Aussehen her grob, hat das einen sehr eigenen Charme, finde ich. Wir haben damals Jane und Jeff the Killer erstellt, beziehungsweise du hast die erstellt, nicht irgendwie Janes Outfit noch, weil du mir zu lange gebraucht hast, nicht so, was doktert der jetzt schon so lange da rum, jetzt mache ich das selbst. Ja, ich habe hier auch ein bisschen länger gebraucht. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wehe, wenn nicht. Ja, es wirkt gar nicht so, als hätte er länger gebraucht, aber wir gucken das hier gerade in 4,5-facher Geschwindigkeit. Also normalerweise für Erstelle 1 Sim nämlich so dreifache Geschwindigkeit. Also, und ich finde, es ist immer noch sehr verfolgbar. Also, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, oh mein Gott, das Bild verändert sich so schnell, dass ich es nicht mehr verstehe. Aber ich meine, gut, wenn man normalerweise auch keine Sims in Sims 4 erstellt, dann ist es klar, dass es länger dauert, weil man halt die Sachen suchen muss und so. Ja, klar. Zumal ich hatte ein paar Probleme mit der Statur von Dracula. Also, ich habe erst später erfahren, ich glaube zu diesem Zeitpunkt schon, dass man da so links muskulös und dick einstellen konnte. Da dachte ich, das macht man regulär mit der Körperform. Da habe ich breite Schulter, schmal Unterleib. Und ja, das sah, als ich das dann entdeckt habe, wieder etwas seltsam aus. Ja, Dracula ist halt sehr eigen, soll halt schon älter sein, gräflich, aber schon eine gewisse Eleganz haben, sage ich jetzt mal. Ja, er soll sowas Aristokratisches haben, fast schon Adliges, ne? 1:1 zitiert. Von meiner Wenigkeit. Wann hast du das denn gesagt? Gerade eben? Nein, als ich das erstellt habe. Vielleicht habe ich es zuerst gesagt, du hast es gar nicht mitgekriegt und dann übernommen. Nein. Doch. Nach welcher Vorlage hast du den denn erstellt? Ich habe einfach bei Google Dracula eingegeben. Da gibt es ja enorm viele Vorlagen. Also es gibt Christopher Lee's Dracula, Bram Stoker's Dracula. Das ist der aus diesem Schwarz-Weiß-Film. Welcher das war, weiß ich nicht. Aber er sah sehr Dracula-artig aus. Und deswegen, ja. Wir erstellen hier gerade das Party-Outfit. Auch sehr schön. Ja, dafür hatte ich ja keine Vorlage. Ich glaube, der hat es generell nicht so mit Clubs und so weiter. Deswegen wird das eher weniger in Betracht ziehen. Ich habe da mal was Lässigeres probiert, also immer noch Anzug und so weiter, aber... Dracula geht zum Party machen, zur Blutspendebank. Das war's. Nee, das, ich glaube, die Blutspendebank ist sein Starbucks. Ja, wir haben bei Dracula keinen Unterschied zwischen der normalen Form und der dunklen Form. Der ist schon so sehr Vampir, dass es ihn
bis in die normale Form durch und durch gegangen ist. Aber bei Nosferatu haben wir nochmal eine Steigerung dann, ne, wo du eine dunkle Form erstellt hast. Ja, ich muss dazu, zu meiner Schande gestehen, ich weiß sehr wenig über Nosferatu. Ha, da stellen wir den Guten gerade. ich weiß recht wenig über seine Persönlichkeit und so weiter, weswegen es ein bisschen schwierig war, Persönlichkeit und so Eigenschaften und so weiter festzustellen. Ich hatte mal auch so gut Glück, wie ich ihn einschätze. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber benehmt euch. das muss man immer davor sagen, sonst so macht's keiner mehr. Meine Abonnenten sind alle ganz freundlich. Oh. Ja, ist wirklich so. Ja, dann tut's mir super leid. Aber zu mir, vielleicht nicht zu dir, das kann natürlich sein. Ah, kenn ich. Ja, jedenfalls Nosferatu hat wieder ein etwas krasseres Aussehen und das unterscheidet sich auch nicht untereinander, eher weniger. Geht eher so in Richtung, ja, also die vielen Vampire haben ja eher was sehr Menschliches oder was sehr Gräfliches. Das hat man heute häufig, aber Nosferatu, es ist jetzt so der Urvater der Vampire, das ist noch nicht mal mehr ein Mensch, das ist ja eine Kreatur. Also geht er mehr so in Richtung Ratte. Rein. Auch mit den vorderen Schneidezähnen. Hat ja keine Reißzähne, sondern diese Schneidezähne. Ich war so froh, dass es die bei Sims 4 gibt. Bei Sims 3 gab es die ja nicht. Ja. Gab es bei Sims 3 ohne überhaupt Wahl zwischen verschiedenen Reißzähnen oder gab es nur die einen Vampirzähne? Das weiß ich gar nicht mehr. Es gab mit Supernatural gab's zwei. Also einmal so normale Fangzähne und dann noch einmal so extra lang, glaube ich. Okay. Aber wirklich einen Unterschied hat es gemacht. Es hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Ich finde, bei Nosferatu wirkt es mehr noch als bei Dracula so, als wäre Blut wirklich irgendwie was, wonach er süchtig ist, weil er auch selbst zu krank und irgendwie verhärmt aussieht, also einfach ungesund und so weiter. Während das bei Dracula, finde ich, noch mehr wirklich wie eine Art von Ernährung wirkt und nicht wie irgendwas, was den jemanden fertig macht, weißt du, so. Ja, soweit ich weiß, trinkt halt Nosferatu halt wirklich von jedem, während sich Dracula eher Jungfrauen aussucht, beziehungsweise halt junge Frauen. Okay. Und ja gut, das passt ja aber auch so ein bisschen zu dem Bild dann dazu. Ne? Ja, ich glaube, für ihn ist es auch mehr so eine Spaßsache. Für Dracula jetzt meinst du? Ja. Ja, und was hier natürlich auch gut ist, sind die Details, die man um die Augen platzieren kann bei den Vampiren, was hier gut gepasst hat. Ja, der hat ja so wahnsinns Augenringe. Also, wie hast du das in Sims 3 gemacht? Mit Augen-Make-up dann? Ja, da gab es für Supernatural extra so ein extra Augen-Make-up dafür. Das war recht praktisch. Habe ich da mal weggelassen, aber... Mich erinnert Nosferatu auch, also ich meine, sie sind sehr unterschiedlich, aber so von der Art von Grusel her auch so ein bisschen an Gollum, weißt du, weil sie auch so ganz hager sind und so Kreaturen ähnlich irgendwie. Ja, sieht von so Herr aus, der Ringe. Aber vom Verhalten her kann ich das jetzt leider nicht so sagen. Ja. Ich habe mal gehört, dass bei Nosferatu es noch nicht mal so ist, dass er böse ist, sondern die Bürde hat, böse sein zu müssen. Das habe ich mal mitbekommen. Ich muss unbedingt mal den Film sehen. Ist ein Stummfilm mit Musik und Texten und so weiter. 30er, glaube ich, ist der rausgekommen. Jedenfalls sehen die Vorlage, nach der ich den erstellt habe. Es hat ja auch Klaus Kinski hat ja auch Dracula verkörpert. Da ist das ja mit Ton gewesen. Aber so der allererste Symphonie des Grauens, glaube ich, hieß es. Nosferatu. Da war das noch Stummfilm. Da hat man die Leute nicht schreien gehört. Niemand wird dich schreien hören. Ja, also von uns beiden ist definitiv hier Buddy der Horror- und Grusel-Experte. Ich kenne Horror und Grusel nur so weit, dass ich dann weiß, wann ich weglaufen muss. Also so von wegen, oh Gott, der Film ist nichts für mich. Also es nimmt mich auch mehr mit. Aber du... Ich bin momentan dabei, mich entlang zu tasten. Ich habe den letzten paar Horrorfilme gesehen. Ja, also ich habe überwiegend Slasher-Filme gesehen. Also jetzt nichts allzu krasses. Aber dahin möchte ich auch noch kommen. Möchtest du mal erklären, was Slasher-Filme sind? Auch Slasher-Filme ist eigentlich eine ziemlich nette Filmart. Und zwar sind das so die Horrorfilme, die in den 70er, 80ern, ich denke auch noch so Anfang der 90er innen waren. Eine Gruppe von Leuten, für gewöhnlich Teenager, sind an einem Ort häufig verlassen und dort ist so ein, ja, da ist ein Killer, ein Hinterwäldler Kreatur und bringt die alle nach dem anderen um. Und der Film endet für gewöhnlich, dass alle Teenager tot sind, nur der Letzte ist überlebt und sieht sie mit dem Rettungswagen wegfahren. Freitag der 13. ist da sehr bekannt. Oder ich glaube, am Anfang war da Blutgericht in Texas, Kettensägenmassaker. Ja, Halloween ist auch sehr bekannt. Ich denke, Nightmare on Elm Street kann man auch noch in die Liste reinpacken. Scream auf jeden Fall, obwohl das eher das Ganze aus Korn genommen hat, aber es war trotzdem ziemlich cool. Und der letzte Teenager hat dann irgendwann kapiert, wann die Gefahr ist. Das ist immer dann, wenn die Musik so komisch wird. Da merkt man schon, dass gleich was passiert. Ja.
Es gibt auch eine geile Parodie von. Der Film heißt Tucker and Dale vs. Evil. Das ist so unfassbar geiler Film. Sag den Titel nochmal gerade. Tucker and Dale vs. Evil. Das erinnere ich mich dran, dass er den mal geguckt hat und ich hier oben in meinem Zimmer war und ich habe ihn einfach durch die Decke, also durch meinen Boden, durch seine Decke sozusagen lachen den gehört, wie blöd. Muss man mal gesehen haben. Das ist doch nicht einmal irgendwie eine freiwillige Sache, das muss man mal gemacht haben. Okay. Wir werden dann irgendwie wegen Nötigung hier irgendwie gemeldet, aber okay. Ich werde nicht dafür bezahlt. Falls das irgendjemand meint. Dieses Video ist gesponsert von Mama. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Video nochmal. Ciao! Arrivederci.